Willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Das Spiel zu langsam? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mein Blut gerade extrem warm, sodass meine Haut extrem kalt ist. Warum ist mein Blut gerade so warm? Boah, mich friert's. Aber nur außen. Innen drin bin ich warm wie sonst was. Wie eine Pizza frisch aus dem Ofen. Pizza. Jetzt auch nicht zu verachten, Pizza. Ohne Verzögerung. Ich darf mich nicht ablenken lassen, ich muss weiterspielen. Schuße weiter bis zum gegnerischen Inhibitor vor. Ja, super. Türme einer Lane. Das könnte was dauern. Ich glaube, ich gehe jetzt mal in die mittlere Lane. Hier in die Lane. Da sieht es schon ein bisschen besser aus. Oder? Steht der Turm hier noch? Ich sehe den nicht. Lagerneutraler. Achso, ja, das haben wir schon gemacht. Ah. Geh mal weiter. Ich bin bereit. Obwohl, eigentlich... Rechtsklicke die Minikarte, um an den gewählten Ort zu laufen. Lager mit Vasallen erscheinen auf beiden Seiten der Karte. Das liegt natürlich genau in einer Linie damit, dass das... Der hat keine Heiltränke mehr. So. Na gut, haben wir aber mal 5. Des Königs. Was bringt die? Eigentlich habe ich gar nicht nachgeguckt. Schlachter. 10% erhöht. 10%. Okay. Ich glaube, ich gehe jetzt mal. Ah, falsche Lane. Ja, der Turm hier ist down. Ich glaube, ich gehe hier in der Mitte mal lang. Da waren wir noch nicht. Jo, kurz auf die Uhr gucken. Die liegt vor mir. Die letzte. Ich bin bereit. Keine Ahnung, ich glaube, ich bin. 25 Minuten lang oder so. Keine Ahnung. Du bist ja ein Verbündeter, du sagst. Böse. Die Halunken werden bezahlt. Auf Ebene! Schalte die ultimative Fähigkeit deines Champions frei. Meine Ulti! Yeah. Bleib hinter den verbündeten Vasallen. Zu euren Dienst. Eine Ulti oder ist das jetzt von jemand anderem die Ulti? Ich muss mir gerade hier Licht anmachen, Roller, die sind gerade runter. Blah. Ich habe da so eine tolle Schreibtischlampe. Schön biegsam und alles. Ich führe den Angriff an. Pass auf! Ja, du mich auch mal. Mach das Ding jetzt kaputt hier. Nein, den hab ich nicht mit kaputt gemacht, ne? Logisch. Bekämpf die Ehrlosigkeit. Bleib hinter den Verbündeten. Die rennen ja weg wie Feiglinge hier. Beyblade Stufe 4. Keine Ahnung, was der jetzt damit meint. Doppeltötung. Und der ist auch tot, oder was? Ich habe keine Ahnung, was der mit Doppeltötung meint. Ich habe nämlich niemanden angegriffen. Ja, super. Da bin ich schon wieder da und ich mache jetzt diese Folge auch ein bisschen kürzer als die letzte. Ja, die Kämpfe hier dauern ja schon was länger. Hätte ich gar nicht gedacht. Das macht mir auch viel Spaß, das Spiel. Ne? Also, danke für die Abstimmung. Ah. Mein Kopf tut weh. Das ist immer noch... Wie gesagt, ist frisch genäht.
Besiege den Echsenältesten. Wo? Okay, ja, mach ich. Immer weiter. Dich ab. Mach ich. Da lang, was ist denn das für ein Kristall? Das sieht ja nicht. Ich bringe Gerechtigkeit. Wo seid ihr? Da seid ihr. Der Echsenälteste ist ein würdiger Gegner. Wow. Der Sieg wartet. Ja, der ist ein würdiger Gegner. Sicher. Hat nur nichts drauf. Komm schon. Ich zeige euch, was ich das? Habe. Segen des Echsenältesten, ja, super. Geh ich mal das D-Lane hier, da waren wir auch noch nicht. Zum Schutz unseres Landes. Betreut, super. Ja, mir eigentlich. Ja, okay. Ich bringe Gerechtigkeit. Kukus. Ich habe mal schnell auf den Weg ein paar mitgenommen. Dein Turm wird angegriffen. Bleib hinter dem verbundenen Turm angegriffen. Da. Ja, aber das ist schon Leute. Lauf! Das ist super, ich glaube. Ein Tour haben wir sicher. Hier sicher. Oh, da kommen Leute rein, da sollte ich vielleicht mal auf der Lane helfen. Du hast sehr viel Gold. Ja, ich habe sehr viel Gold. Viel mehr als du, denn du verdienst nichts. Mann, wie nervt. Aber wirklich. Vor allem, ich bin tot und gesagt, ja, du hast sehr viel Gold. Danke. Das weiß ich auch. Genialität. Kann ich das noch kaufen? Okay, wird irgendwo hingetan, ne? Ich bin bereit. Ach so, unsichtbare. Ich hoffe jetzt nicht. Besiege den uralten Golem. Ihr habt Probleme hier in eurem Land, ne? Nicht nur Feinde, nein, auch noch Wölfe, Echsen, Geister und Golems. Boah, hey. Oh, ich kann noch was ausrüsten. Warum nicht das, Mann? Und Kuh bringt mehr. Immer weiter. Ich bin Stufe 8, das finde ich natürlich cool. Ah, da bin ich ja schon. Oder bin ich doch richtig? Ja, junge Echse. Der uralte Golem ist ein starker Widersacher. Dein Champion ist ernsthaft verletzt. Ja, ganz doll schlimm ist der verletzt. Der Gegner aber auch. Ohne Verzögerung. Wie er rumhopst. Oh nein, unser Turm. Und da ist ein Kumpel tot und da nicht. Da sind keine Kumpels tot.
Mann, ich bin down. Ja, ist nicht aufzuhalten. Mir doch egal. Ich hatte ja auch kaum Leben. Ich bin schlecht. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ja, wow. Ich gehe jetzt wieder über die Mittellane. Da sind die meisten Türme noch da. Du, gib mir mal noch einen Heiltrank. Was haben wir hier noch für Scheiße? Stein der Weißen. Kelch der Harmonie. Weinschienen der Berserker. Noch irgendwas? Nö. Boah. Hab ich dir jetzt genug Geld ausgegeben, Spiel? Ja, dann ist dein Ort. Das sind schon wieder 10 Minuten um heute. Ich glaube, ich mache das hier wieder zu einem 15-Minuten-Part-Projekt. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich habe jetzt so lange Pause gemacht. Das hat mir auch mal gut getan, weil... ich war so deprimiert, weil halt ich war so gespannt darauf, hier Night of the Rabbits Let's Play, und dann funktioniert das nicht richtig. Das ist ein Gefühl, das das kotzt einen einfach an. Bleib hinter den Verbündeten. Ja, die sind wohl so extrem lahm. Was soll ich denn da tun? Pass auf. Ey, ich bin der beste Beyblade, den irgendwo geben tut. Zu eurem Dienst. Verbündete. Immer weiter. Ja, der hat ja auch so viel getan. Arschgesicht. Dein Turm, mein Turm wird angegriffen, ja, weil die anderen Bots nicht gut genug sind. Vor allem hier, guckt euch das da mal an. Sie ist. Der Gegner hat einen, oh, da sollte ich mal lang gehen. So wenig Gegner. Ein Verbündeter. Oh. Gibt's hier noch irgendwas, was ich mir holen kann? Wahrscheinlich ja nicht. Ne? Dorans Schild. Wir werden dann was kombinieren. Gegner greifen deine Basis. Ui! Hab ich aber tolle Mitspieler. Eieiei. Ein Gegner wird zum Berserker. Ja, super. Einfach mal hier mit. Hier ist zwar noch kein einziger Turm zerstört worden. Oh, hier sind fast alle weg. Das ist natürlich gut. Ich führe den Angriff an.
Erschlage den Drachen beim südlichen Fluss. Und Drachen haben sie auch noch. Zeit für einen Frühjahrsputz hier. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet? Ja, wow. Kommt selten genug vor. Ah, danke. Warum auch immer der mich fertig machen konnte und ich ihn nicht. Spiel, du bist so schön logisch. Wahrscheinlich sagt es einfach daran, dass der Turm wieder auf mich geschossen hat. Das sieht so aus, als würde das Schwert hier aufrecht stehen. Die Folge ist jetzt eigentlich zu Ende. Dein Turm. Ja, super! Ohne Verzögerung. Was haben wir denn hier noch? Habe ich beide nicht. Den kann ich nicht kaufen. Ich bin bereit. Na gut, dann schlage ich erstmal den Drachen, der müsste dort sein. Ach cool. An der Südseite des südlichen Flusses. Wow, einfach episch dieser Name. Das sind die Geister. Und wo haben wir ihn jetzt? Da ist er ja. Der Drache ist ein starker Gegner. Ja, das habe ich mitbekommen. Ich zeige euch, was ich habe. Und der Drache ist natürlich wieder voll geheilt. Oh, hier sind natürlich alle schon durch. Das Spiel macht so einen Spaß. Wir sehen uns nächstes. So, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao.